Moin. Herzlich willkommen. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und ihr seht, ich bin schon wieder im richtigen Bilde. Racing Life. Die Karrieremod für Automobilista 2. Und wir machen weiter im Cupra Classic FL Class Cup. Ja, und eigentlich können wir das Ding schon abschreiben. Machen wir natürlich nicht. Wir fahren das hier noch. Wir machen ja wieder 5 Runden. 6 Runden machen wir diesmal raus. 11 stehen hier bei uns drin. Das nutzen wir aus. Schamlos. Sandrina Short brauchen wir. Stelle ich uns mal kurz hier im Hintergrund ein. Quatsch euch in der Zwischenzeit ein bisschen voll. Sandrina Short. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Sandrina Short, da haben wir schon. 6 Runden haben wir gesagt. Und wir machen das eben von den Bedingungen. Ja, vielleicht mal ein paar Minuten später. So, KI Nummer 15. Jawohl. Ja, und hat ja nicht ganz so geklappt mit dem Cup. Einmal P1, also gut reingestartet sind wir dann jetzt zweimal P10. Die Kisten sind einfach ein bisschen anders zu fahren und... Oh Gott. Da musste ich mal kurz husten. Und gerade unser Puma GTB hier. Der hat es da so ganz gewaltig in sich, ne? So der ganz, ganz, ganz krasse Eigenarten beim Fahren. Ist natürlich kein Vergleich mit dem, was man irgendwie so aus dem GT3-Bereich kennt oder so. Das ist halt alles ein bisschen schwammiger und von der Feder auch alles so ein bisschen weicher eingestellt. Oh Gott, die Mucke war, glaube ich, ganz schön laut. Hat man mich überhaupt verstanden? Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Also wie gesagt, P1 und zweimal P10. Jetzt können wir eigentlich nur hoffen, dass wir hier nochmal ein P1 irgendwie machen, damit wir den Pokal nicht ganz so schlecht abschließen und am Ende noch ein bisschen was davon haben. Und das versuchen wir natürlich auch. Und ja, würde ich sagen, mache ich wieder einen ganz kurzen Cut und dann sehen wir uns hier gleich zum Qualifying wieder. Ja, und da sind wir. Diesmal gucken wir mal. Wir machen uns das mit dem Setup mal neu. Nicht, dass ich das hier wieder alles voll schniepe. Stimme da an und raus. Track's clear. Push, push, push. All right, Paul, we've got 9 minutes to set a lap. Your brakes are cold, be careful. Absicht.
The leader has just done a 127.6. The leader has just done a 127.5. Place. Ja, okay, dann brauchen wir es auch nicht weiter versuchen. Nee, zurück zur Box. Okay, Paul, you're locking up your fronts a lot. Zum Ende springen. Müssen wir auch gar nicht mehr viel machen hier, dann bleiben wir auch direkt drauf. Wollen wir nichts mehr schneiden. Make him count. Wir machen die Bremsverteilung noch wieder ein bisschen weiter nach vorne. Und hier noch ein bisschen was an Sprit rein und ab geht's. Schauen wir mal, was draus wird. Go, go, go! On your right. He's still there. Hold your line. Right side's clear. Great start, well done. Left side. Clear left. Car right. Clear right. Car right. Still clear right. Car left. Hold your line. Hold your line. You're in the middle. He's still there. Right side clear all around. Car left. Still there. Clear left. Car left. Still there. Clear left. Sixth place. On your right. Clear right. Car right. Still there. Oh, clear right. Great move. Keep it up. Car left. He's still there. Still there. Clear left. Okay, Paul. The next car is Tavares. On your right. He's still there. Still there. Hold your line. Clear right.
leader has just done a 127.6. The guy ahead has just done a 127.5. Left side. Hold clear left. Left side. Clear left. Right side. Really? Still dafür gab's schon einen Cut? Okay. Right side's clear. Car right. Clear right. Okay, Paul, keep doing what you're doing. This is spot on. P3, that's half distance. You're looking good for fuel. The track temperature's decreasing. It's now 23 Celsius. Car right. Still there. Clear right. All right. Still there. Still there. Clear right. Well done, mate. That was great. The gap to Dindus ahead is increasing. It's now one car left. Clear left. On your left. Clear left. Car right. Hold your line. Right side's clear. Car left. Da wollte mich ja rausschieben, he's die Sau. He's still there. Clear left. Ja, der war's gar nicht, ne? Der andere, den haben wir schon abgeschoben jetzt hier. Der hat gerade ein bisschen Revenge gekriegt. P2, two laps left. We're on for a podium here. Der darf ja aber auch einen Cut austeilen können, ja eigentlich, ne? Okay, Paul, one more to go. Keep it together, we'll be on the podium. The track temperature's rising. It's now 26 Celsius.
on your right. Hold your line. He's still there. Still there. Still there. Still clear right. Nice one, Paul. Great win. You deserved that today. Car right. Right side's clear. Oh, echt robust, die Kisten. Sehen wir das hier noch? Voll am Limit. Ja, fährt sich wirklich gut die Kiste. Ey, die anderen beiden Strecken, ja, ein bisschen dumm gelaufen. Aber zweimal P1, zweimal P10. Er gibt P5, würde ich sagen. Er hätte uns bestimmt weiter nach oben katapultiert, aber machen wir mal so. Alle Rennen abgeschlossen, keine DNFs. Wir haben immer Kohle kassiert. Und Top 10 ist immer ganz wichtig, da kriegen wir den Bonus. Hat aber auch echt jetzt viel von der Wiederholung drauf hier. Aber wir gucken uns das Ding noch einmal zu Ende an. Das können wir eigentlich immer machen jetzt hier zum Schluss. Ist ja mal fast die letzte Runde bald. Kommen hier jetzt mal ein paar Teile geflogen. Aber wir sind ein bisschen Dreck auf der Strecke, ne? Ja, ich mach mal einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns gleich bei der Zusammenfassung quasi wieder hier. Ja, wir sind also Letzter gewesen und dann aber wieder Erster gewesen und wir haben gesagt, wir sind summa summarum Fünfter geworden. Finish. Und dann haben wir dafür wieder knapp 10.000 kassiert. 65.000 haben wir jetzt. Und dann wäre das nächste der Copa Uno. So, und den haben wir hier. Da müssen wir dann gar nichts mehr rechnen. Und so versuche ich das natürlich jetzt bei den nächsten Dingen auch immer zu machen. Guck mal hier. Das wäre jetzt hier das Galeão Airport und 6 Runden stellen wir uns da ein. Das Qualifying sind jetzt hier 10 Minuten, wir machen das jetzt hier wieder so, wie wir das sonst, oder wie ich das sonst auch gemacht habe, rausfahren, dann die Outlap und eine Hotlap. Wenn die verkackt wird, verkacken wir die und dann, oder verkacke ich die. Achso, das hier, guckt mal. Oh Gott. Meisterschaft. Zack. Und das machen wir natürlich jetzt hier auch auf 100. Ja, so viel hat sich da getan seit dem letzten Mal, wo ich das gefahren bin. Ich habe ja auch ein paar Mods jetzt runtergeladen hier. Ja, ich glaube, die können wir nicht mehr ändern jetzt dadurch, die Livery. Aber ist auch egal, wir nehmen jetzt die wir drin haben. Und das gibt uns jetzt hier, glaube ich, gleich ein bisschen mehr Vielfalt. Da bin ich mal gespannt. Ich gehe schon mal in den Pokal rein. Den lassen wir schon mal. Ich glaube, das lädt jetzt wieder nicht weiter im Hintergrund. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz. Fiat, der Copa Uno Cup. Dann kommt als nächstes GT5 Racing Club Winter Event. Auto Club Speedway Road. Was auch immer das ist, da gucken wir dann. ACS. Da müssen wir wahrscheinlich noch mal wegen dem Auto gucken. GT5. Oh Gott, ich gehe, entschuldigt. Und dann ist der Volkswagen TS Cup noch mal dran, ne? Den hatten wir auch schon angelegt und da ist das dann auch schon das dritte Rennen. Da müssen wir dann auch nichts rechnen. Das passt auch dann ganz gut. So, ja, und jetzt hört er wieder auf zu laden. Er lädt das soweit immer hoch.
Und ich muss jetzt einfach da wieder ins Bild klicken, sonst macht er da keinen Abschluss. Also ich mache nochmal hier einen ganz kurzen Schnitt und dann sehen wir uns gleich im Qualifying. Ach, ich nehme nochmal alles zurück. Das machen wir noch, sonst sieht das nachher so weird aus. Hier fahren wir jetzt mit der ganzen Geschichte. Ich glaube, hier sind es dann ja auch 15 Leute, die mitfahren. Dann haben wir hier noch den Short Track wieder und Curitiba. Ich glaube, das sieht nass aus, wa? Stellen wir uns da vielleicht auch irgendwie sowas ein. So, also kurzer Schnitt und dann sehen wir uns gleich. Zurück zu. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Zurück zu Glück ist mir egal. Setup bearbeiten, ne? Ich glaube nicht, ne? Wir lassen das so. Ne, das lassen wir nicht so. Wir nehmen ein bisschen weniger mit. Wir lassen das so. Jetzt können wir noch ein bisschen. So, ne? Ja. Los geht's. Ja, die Boxenausfahrt ist auch wieder sehr interessant hier, aber ja, die Strecke kommt hier rüber. Ich wollte gerade sagen, es ist fast wie so eine Kartstrecke. Ist, war das jetzt schon? Ja. Alter, ist das verwirrend. Dann sind wir jetzt auf unserer Hotlap. Die muss jetzt gut laufen. Ich kenne die Strecke überhaupt nicht. Ja, ich vorhin gebremst, das hat ganz gut hingehauen. Dass wir die Minimap haben, ey, da sehe ich wenigstens so ein bisschen. The leader has just done a 125.4. Ein bisschen nach außen kragen lassen hier. Oh, kackt der da ab.
Ja, wir sind letzte, wa? That might be outside track limits. Ah, ich weiß nicht, hat er uns. Ich weiß es nicht. Ist uns auch egal. Haben wir keine Zeit gesetzt hier? Doch, haben wir. Was haben wir denn? 2 Sekunden hinten dran. Ja. So ist das dann, ne? Ab geht's. Ah, ne, warte. Zurück zur Box. Zum Ende springen. Weiter zum ersten Rennen. Wir haben nur eins. 16th place. 6 laps. 17 Einstellungen, 6 Runden. Das Wetter ist hier auf zufällig gestellt. Okay, cool. So wollten wir das auch. 6 Runden. Ja, ne? Das müsste so mal das. Okay, Paul, get ready. Green, green, green. Aber jetzt haben wir wenigstens mal so ein paar Autos vor uns, dann sehe ich auch die Linie mal so ein bisschen. Ich bin ja immer besser im Feld. Ja, schöne Livery hier neben uns. Hold your line. Da hinten startet ein Flugzeug, still auch sehr geil. Clear left. Three wide, you would clear left. Na, meiner, ich bremse von dem Wolf. Car right. Still there. Hold your line. Still there. You're in the middle, three wide. Sorry, wartet mal. Wir können uns da nicht wiederholen, mal kurz angehen. Wir können auch nicht, doch, warte mal, so ging das, ne? Was? Da ist der Putzki. Weiter geht's. Car left, you're in the middle, three wide. Bremspunkt nicht verpassen. Clear left. Clear all round. Der ist halt auch von der Lenkung jetzt wieder ganz anders als der Puma. On your right. He's still there. He's still there. Still there. Oh, die gehen ja alle weit, dann machen wir das auch. Wir müssen dranbleiben. Ein Damage scheinen wir hier nicht bekommen zu haben durch den heftigen Einschlag. Ja, doch gut, was wenn, dann wäre es ja auch eher auf die Seite gegangen. Car right, clear right. Dafür gab es jetzt einen Cut. Okay, Paul, we just cut the track. Unglaublich. Car right. Hold your line. Still there. Still there. Hold your line. Right side's clear. The leader's just done a 125.8.
Also tut mir leid, aber ich wollte hier gerade ein anderes Programm rüberziehen. Das würde mich hier gerade ärgern. Jetzt können wir so weiterlaufen lassen. Ah, ich sage mal. Ja, weil der mir da ein paar mit aufs Heck gibt, ey, also das ist halt was ich bei Automobilista 2 nicht ganz verstehe. Das passiert leider auch immer wieder. Und dann ist das irgendwie also total verklemmt. Du kannst dann überhaupt nicht mehr reagieren oder lenken. Also ich meine, klar, aber du kriegst nicht das richtige Gefühl dafür. Es fühlt sich nicht so an, als ob du irgendwie hinten rechts ein paar raufkriegst oder da irgendwie Druck auf der Seite ist, sondern du hast einfach eine Sperre auf der Seite, komplett. Als ob also irgendwie die ganze Seite blockiert ist. Da müssen sich auf jeden Fall auch nochmal ran. Ist halt bitter, ne? So, dadurch hast du dann für einen kurzen Moment überhaupt gar keine Lenkung mehr drin. Ich hatte kurz das Gefühl, dass es sich irgendwie komisch anfühlt. Deswegen wollte ich es jetzt in der Wiederholung nochmal sehen, aber ja. Es ist halt genau das. Car in front of us is over. Your left side tires are cold. Naja, die Cuts sind mir jetzt auch egal. Okay, that's the end. Let's get out of here. Try and forget this one, eh? Ja, so ist das natürlich. Da habe ich natürlich hier tatsächlich das Voice wieder einfach ausgelassen und war komplett gemutet. Alles, was ich dann noch so Schönes für euch gesagt habe, ist irgendwie drauf oder hängen geblieben. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es das jetzt hier mit dem Fiat Cup erstmal war. Die Tabelle hatten wir uns, glaube ich, nochmal ganz kurz angeguckt. Ich weiß nicht, was da jetzt hier so nebenbei zu sehen ist. Aber auf jeden Fall ist da noch alles drin. Und wir sehen uns dann quasi beim nächsten Mal wieder und schauen uns dann hier die ganze Geschichte mal mit dem GT5 an. Da bin ich ganz gespannt. Und ja, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Macht's gut. Bis dahin, ne?
Make it all I know. One love, one life, to the stars just follow.